Sind beide Kämpfer bereit? Es kämpfen Gelb gegen Rot. Pugnate! Dieses Netz ist übrigens bleibeschwert. Retiaria greift kurz an, sticht zu. Der Sekuta muss immer konzentriert bleiben. Der Retiaria zieht sich zurück, ruht sich aus. Er entscheidet jetzt, wann gekämpft wird. Aber die Verteidigung vom Sekuta ist gut. Aber das Netz zieht seinen Arm schwer herunter. Wird er es weiter oben halten können? Rot ist der Retiaria. Gelb, der Sekutor. Das ist übrigens unglaublich anstrengend. Die brauchen eure Anfeuerung. Ich weiß. Der Sekutor wurde am Bein getroffen. Der Retiaria zieht sich zurück und sticht aus der Deckung noch einmal ins Bein. 1:0 Architeutes. Ein bekanntes Graffiti sagt, der Retiaria, der in der Arena die Sekutoren fängt und nachts die Damen. Also seht euch vor. Der Schiedsrichter entscheidet, das darf er, ob der Retiaria das Netz zurückbekommt. Er bekommt es zurück, er darf es noch einmal verwenden. Das ist genau so gemacht, dass das Netz abgleiten kann. Blockt der Retiaria mit seiner Manika. Der Sekutor verfolgt seinen Gegner, bis er es nicht mehr schafft, wegzulaufen und sticht ihn trocken in den Bauch. 1:1. Die Schiedsrichter entscheiden, das Netz aus dem Spiel zu nehmen. Beistand 1:1. Die Gladiatoren sagen, ich soll das Publikum fragen. Soll er sein Netz wiederbekommen? Ups. Der Lannister kämpft übrigens auch in der Armatur des Retiarius und hat überhaupt gar keine Parteilichkeiten. Während er sich vorbereitet, ein kleines Detail. Auch ich trage meine Tunika oberhalb von meinen Knien. Das war Soldaten vorbehalten oder Kämpfenden. Also ein Zeichen, dass auch dieser Lannister, wie auch die beiden Somarudis, Kämpfende sind, wohl auch Gladiatoren. Dieser Wurf prallt am Sekutor ab wie nichts. Rot.
Im Rückzug sticht der Retiarier in die Schulter des Sekutors. Ein flinker Kerl. 2-1. Aber jetzt geben wir ihm das Netz nicht wieder. Er liegt vorne. Schnitt zum Rücken. Ob die Beweglichkeit des Retiarius erhalten bleibt? Ich denke schon. 2-2. Ausrüstung des Sekutors wird unglaublich schwer. Architeutes Victor! Wieder haben zwei Gladiatoren für Sie gekämpft. Wieder die Frage: Mors oder Vitam? Sogar das Herz der Legion ist erweicht. Vitam!